Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt oder mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet und einmal auf Abo-Button drücken. Und ja, wenn euch das Video am Ende gefallen sollte, könnt ihr gerne mal ein Like drauf lassen. Und ja, ich habe es in den vorherigen Videos schon mal erwähnt. Das originale Facecover der Quest 3 gefällt mir so gar nicht. Also für meine Kopfform passt es überhaupt nicht. Ich finde es sehr ungemütlich. Und ja, ich brauche da definitiv was anderes. Und da hat mir die Firma AMVR was geschickt. Und ich habe bereits schon mal Facecover von denen getestet. Die waren gut. Es gab wohl mal eins, was nicht so toll war, aber das ist jetzt echt gut. So, also AMVR Facial Interface Cover für die Quest 3. Und hier haben wir einen Kunstlederüberzug dabei, den wir per Klett tauschen können. Und dann ein Ice Silk Cover. Das ist so eine Art Radler-Neoprenstoff. Und dann haben wir hier noch die Besonderheit, dass wir zwei Kammersystem haben mit Lüftungsschlitzen und dann kann die Luft besser zirkulieren und er soll dann wohl nicht mehr so in der Brille beschlagen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, auf welchen Seiten ihr das bekommen könnt. Da gibt es einmal Amazon, da werde ich euch auch einen Affiliate-Link unten in die Beschreibung packen. Da könnt ihr dann drüber bestellen und dann auch nochmal auf der AMVR-Seite selber und mit meinem Code bekommt ihr dann oder mit meinem Link bekommt ihr dann auch nochmal 5% Rabatt. Und ja, schauen wir uns das Ganze jetzt mal ganz kurz an. So, wir haben hier genau wie bei dem Originalcover auch, da haben wir ja eine Höhenverstellung, wenn wir jetzt ein Brillenträger sind und wir haben keine Optikerlinsen drin, dann müssen wir die Höhe oder die Tiefe eher gesagt anpassen, damit wir mit unserer Brille nicht direkt auf die Linse kommen. Und ja, das hat das AMVR Facecover auch. Wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten und das auf allen vier Seiten, also hier zwei und hier sind die. Und da könnt ihr dann die Höhe einstellen, Low, Medium und High. Und ja, das müsst ihr für euch ausprobieren, was da am besten passt, wo ihr das beste Gefühl habt. Natürlich, wenn ich jetzt weit weggehe mit einer Brille dran bin, muss ich natürlich ein bisschen weiter weg, aber da geht natürlich auch Field of View verloren. Das ist ganz klar. Also das Weitwinkel geht uns natürlich verloren, wenn wir ein bisschen weiter weggehen davon. Und ja, hier haben wir auch nochmal diesen Nasenschutz. Das ist dafür, dass kein Licht von unten reinkommt. Ist auch abnehmbar und ja, funktioniert auch ganz gut. Und hier haben wir das Ganze nochmal. Hier ist dieses ja atmungsaktiver Ice Silk Cotton, also Baumwolle. Und hier haben wir das Kunstleder, den Kunstlederüberzug. Und hier wird es auch nochmal gezeigt, Low, Medium, High. Das sind die Einstellungen, die wir hier haben. Da zieht man einmal ganz kurz dran, kann diese dann umstellen und schon hat man dann die passende Größe, die man haben will. Man muss nur darauf achten, dass man alle vier gleich einstellt, sonst gibt es halt Probleme, wenn man die wirklich einsetzen möchte. Und ja, hier haben wir das Ganze nochmal mit diesem Lufteinlass und Auslass. Also unten haben wir Einlässe und oben dann nochmal Auslässe. Und ja, ist halt wirklich, wenn wir in einem geschlossenen Raum sind und wir schwitzen, kann das nicht weg und dann beschlägt natürlich alles. Und macht schon Sinn, das so zu machen. So, und hier zeigen sie nochmal den atmungsaktiven Ice Silk Cover. Genau, Licht. Das teste ich nachher mal hier direkt vor Ort, wie gut das denn funktioniert. Und ja, hier kostet es 34,99. Affiliate-Link ist unten in der Beschreibung. Ihr bezahlt nichts mehr. Und ich habe ein bisschen was davon. Wenn ihr aber im AMVR-Shop bestellen wollt, habt ihr $30,59 und nochmal 5% runter. Könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das da oder darüber bestellen wollt. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Unboxing. Ja, dann packen wir das gute Stück jetzt mal aus. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, bisher war ich eigentlich nie groß enttäuscht von den AMVR-Sachen. Bisher echt gute Qualität geliefert. Ich habe mal, glaube ich, von einem Facecover gehört, das habe ich selber nicht getestet, was wohl nicht so gewesen sein soll. Und dann gab es eine verbesserte Version und die muss wohl dann wieder richtig gut gewesen sein. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Zwei-Kammer-System hier, damit Luft rein und raus kann. Und darüber hat man dann diesen Luftdurchsatz.
Und ja, hier sehen wir auch nochmal diese Höhenvorstellung auf beiden Seiten. Und ich kann mal kurz probieren, euch das hier zu zeigen. Ich muss einfach mit dem Teil so nach unten. Dann ist so eine Nase und dann kann man so den verstellen. Wie gesagt, und das müsst ihr auf jeder Seite gleich einstellen, auf allen vier Seiten. Und dann könnt ihr das auch einsetzen. Und ja, ich habe jetzt hier die tiefste Variante gewählt. Und hier haben wir den Kunstlederaufsatz. Können wir gleich auch mal kurz tauschen dann. Und ja, ihr müsst das Teil hier entfernen. Ist einfach nur geklickt. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich mit Magneten funktioniert. Wäre viel, viel komfortabler und würde auch ein bisschen mehr Qualität reinbringen, sage ich einfach mal. So, bevor wir jetzt den ISIL-Cover noch zeigen, montiere ich das Ganze einfach mal. Wird einfach nur aufgesetzt. Und dann so zu uns geklickt, sage ich einfach mal. So, und dann sollte es schon halten. So, und jetzt ziehe ich das Ganze mal an. Ich habe VR-Optika-Linsen drin, deshalb brauche ich meine Brille nicht. Na, muss hier dann noch ein bisschen angepasst werden. So. So, das Kopfband war nicht so optimal. Aber, also das ist schon ein Riesenunterschied zum originalen Cover, was dran war. Also ich finde es super gemütlich. Ich habe jetzt hier noch einen ganz, ganz minimalen Lichteinlass, aber nicht, was mich jetzt stören würde. Wenn ich jetzt Richtung Display gucke, sehe ich da überhaupt nichts von. Also da überhaupt kein Problem und ja, super angenehm. Cool. Also das gefällt mir schon mal. Ich werde natürlich jetzt ein bisschen damit testen und werde dann auch später nochmal dann am Ende des Videos ein kleines Fazit dazu geben. So, das würde ich sagen, teste ich mal oder zeige euch mal das Ice Silk Cover, was da noch bei ist. Wie gesagt, es ist auch sehr, sehr weich und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt für Sportspiele geeignet ist, auch wenn es atmungsaktiv sein soll, kann sich natürlich auch voll saugen und dann ist es nicht mehr so wirklich hygienisch, finde ich. Jetzt schauen wir mal, wie einfach das Ganze ist. Zu montieren. So. Wird einfach draufgesetzt. Muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man die richtige Position erwischt auch. Aber guck mal, das ist so einfach. Kann man hier oben jetzt noch ein bisschen runtersetzen. Ist nur ein bisschen zu hoch. So. Jetzt werde ich das auch nochmal ausprobieren. Dass wir dann beide auch probiert haben. Also diese Mechanik für das Facecover ist nicht in Ordnung. Finde ich nicht gut gelöst von Meta. So, muss nochmal hier so weg. So, also. Fühlt sich auch ganz gut an. Ich finde, es könnte ein Tick dicker sein. Aber ich habe halt auch ein relativ schmales Gesicht. Von daher, du kannst nicht ein Facecover entwickeln, was für alle Gesichter passt. Aber ich finde es trotzdem viel gemütlicher als das Originale von Meta. Definitiv. Aber ich glaube, mein Favorit wird hier das Kunstleder-Cover. Definitiv. Das gefiel mir jetzt irgendwie besser. Werde ich dann auch direkt montieren. Und ja, ich teste jetzt mal zwei Stündchen und dann gebe ich euch so ein kleines Fazit mal. Dann bis gleich. So Leute, mein kleines Fazit. Ich habe jetzt ein bisschen getestet, mal so anderthalb Stunden. Ich kann aktuell keine Sportspiele testen oder sonst was. Ich kann nicht großartig Shooter spielen mit großer Bewegung wegen meiner Bandscheibe. Ich habe immer noch sehr, sehr, sehr große Probleme damit. Aber ich habe im Sitzen ein bisschen gespielt, auch meinen Kopf so ein bisschen bewegt. Also das, was ich machen kann. Und das, was ich jetzt für mich rausgefunden habe, wenn ich die
mit meinem Gesicht auf Low stelle, also die niedrigste Einstellung, dann habe ich das Gefühl, dass mir ein bisschen was am Polster fehlt. Also ich ziehe fest und dann bin ich irgendwie zu nah dran, auch mit meiner dicken Nase. Und ja, dann kommt es irgendwie dran. Und dann habe ich das Ganze mal auf Medium gestellt und siehe da, passt schon viel besser. Ich habe dann nicht mehr das Gefühl, dass ein bisschen was von Polster fehlt. Also da muss man für jedes Gesicht mal testen, ja, wo muss ich hin? Mal testen, wie es für jeden ist, vom Komfort her. Also ich sag mal, Komfort ist mir wichtiger als Field of View. Was nützt mir das größere Field of View? Das wird jetzt auch nicht so riesig sein, was uns da verloren geht. Aber ein bisschen geht natürlich verloren, aber da ist mir der Komfort wirklich besser. Und auf Medium bin ich jetzt echt zufrieden. Komfort ist top, also da kann das originale Facecover von Meta nicht mithalten. Ja, genau, hier ist es. Also, das gefällt mir nicht. Auch alleine schon vom Hygieneaspekt gefällt mir das nicht. Der Stoff ist auch nicht so toll, muss ich sagen. Und da ist dieses Silk Cover besser. Das ist noch feiner. Das kann man ungefähr so ein bisschen vergleichen, aber das fühlt sich viel, viel samtiger an. Wirklich so wie Seide. Und ja, Silk ist ja Seide und das ist grobmaschiger und ja. Also gerne mal in die Kommentare, wem gefällt das hier, das Originale? Und wenn ihr eventuell schon ein VR-Facecover habt, was sagt ihr dazu? Das möchte ich auch immer gerne wissen. Meine Meinung ist ja nur meine Meinung. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, nee, ich komme mit dem AMVR-Ding gar nicht klar. Ich finde das Originale besser. Also da kriegt man nicht eine Meinung und die stimmt dann. Also das ist immer sehr, sehr individuell, muss ich sagen. Mir haben beide auch wieder gefallen. Da muss man für sich selbst entscheiden, was ist einem wichtiger. Ich bin jetzt eher Fan von dem Kunstleder. Und klar, damit schwitzt man schneller, weil die Haut nicht atmen kann, hier nicht. Also wenn man ein bisschen, außer jetzt, wenn ich jetzt wirklich Sportspiele spielen würde, Boxen oder so, würde ich das hier nicht nehmen, weil es saugt sich fest und dann kann man das nachher ausbringen. Natürlich kann man das dann waschen und auf der Heizung legen oder sonst was. Ich weiß aber auch nicht, wie lange das dann aushält. Das muss man dann testen, inwieweit das dann so ja Waschvorgänge durchhält, sage ich einfach mal. Da muss man einen Langzeittest machen. Aber ich denke schon, dass das auch mal in die Waschmaschine kann. Sollte mit Sicherheit möglich sein. Wie gesagt, ich bin echt begeistert davon. Ist ein ganz anderer Komfort als das Originale. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde die beiden Links, die ich euch eben gezeigt habe, unten in die Beschreibung packen. Würde mich mega freuen, wenn ihr darüber bestellen würdet. Dann unterstützt ihr meine Arbeit, meinen Kanal. Und ja, ich kann es immer nur öfters wiederholen. Der Kanal trägt sich nicht alleine. Ich muss immer noch investieren in den Kanal. Und ja, das hilft mir natürlich, wenn ihr mich dahingehend unterstützt, dass ich mir mehr leisten kann für den Kanal. Mal auch irgendwann eine bessere Kamera oder sonst was ist immer hilfreich, um den Kanal ein bisschen zu verbessern. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Like raus, würde ich mich echt freuen. Und ja, falls ihr noch keinen Abo-Button gedrückt habt, könnt ihr das jetzt gerne machen, würde ich mich mega freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.